Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Es gab ja in letzter Zeit jetzt keine Map-Vorstellungen von mir. Das liegt schließlich einfach daran, dass ich erst im Urlaub war, dann hatte ich kein Internet hier daheim mehrere Wochen lang, dank der Unfähigkeit von Vodafone. Aber inzwischen funktioniert es wieder und jetzt kann ich auch wieder Map-Vorstellungen machen. So, wir sind heute auf der Karte Hagenstedt. Optisch, auf den ersten Blick, sieht es ganz nett aus. Ihr findet die Karte im Mod-Hub. Ich habe sie mir mal runtergeladen, weil mir dieses Häuschen in der Vorschaukarte einfach so gut gefallen hat. Das ist einfach ein Eyecatcher, der Lust darauf macht, die Karte mal anzuschauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Seid dabei, begleitet mich mal bei einem Rundgang hier auf dem Hof. Hier haben wir, was ist das hier? Ich bin jetzt kein Experte für alte Landwirtschaftsgeräte, aber das sieht mir aus wie ein alter Heuwender, den man mit dem Pferd gezogen hat oder mit dem Ochsen. Oder mit einem ganz einfachen Traktor. Vielleicht konnte man damit auch pflügen. Da ist auch schon ein Pflugschar da unten dran, wie es aussieht. Vielleicht war das Teil auch für mehrere Funktionen gedacht. Gut, dann haben wir hier noch einen Liegestuhl. Ja, Pause muss auch sein. Hier drüben haben wir auch ein doch recht interessant aussehendes Gebäude. Ich weiß gar nicht, wo ich das schon mal gesehen habe. In irgendeinem Video, sowas ähnliches vielleicht. Will ich jetzt aber niemanden unterstellen. Das erinnert mich so ein bisschen an, ja, an Mittelmeerraum. Auf der Insel Tinos, auf den Kykladen, da gibt es so Taubenhäuser. Die haben da auch so Muster. Da sind die aus Marmor gemacht, diese Dekore da oben. Sieht schön aus. Hat sich auf jeden Fall jemand Arbeit gemacht. Gehen die Türen hier auf? Ne, die gehen nicht auf. Da geht nichts auf, ha? Jetzt sind wir da drin. Das war aber, glaube ich, so nicht gedacht. Das ist wohl noch ein Fehler. Da fehlt ja die Kollision, dass man da nicht durch kann durch die Wand. Nee, von außen ganz nett, aber scheint keine Funktion zu haben, dieses Gebäude. Gucken wir mal auf die Karte. Also so sieht sie aus. Sind wir gleich mal bei der Karte, ne? Und wir sind jetzt gerade hier auf dem Hof. Den schauen wir uns jetzt einfach zuerst an. Zaun aus Balken. So, dann schauen wir mal hier rum. Bringen wir mal hier drüber. Ups, da war eine Mauer. Na egal. So, hier haben wir dann wohl die Stelle, wie es ausschaut. Da gibt es Saatgut und Dünger. Das ist kein Stall, das ist eine Lagerhalle. Ach, hier kommen Kartoffeln rein. Und die kann man dann... Da kommt Zuckerrüben rein. Ja, das ist ja cool. Die schüttet man hier rein. Und hier hinten holt man sie wieder ab. Da kommen sie. Über die Förderbänder kann man sie wieder aufladen. Das gefällt mir gut. Gute Idee. So, hier haben wir eine Fläche. Kann man noch was aufstellen, wenn man möchte. Hier haben wir Silo-Anlagen stehen. Das ist dann wohl unser Hofsilo. Hier eine alte Steinmauer. Sieht fast aus wie die Inka-Mauer von Sacsayhuaman, aber nur fast. Sind zu große Fugen drin. So, hier ist die Hühnerweide. Da. Hier hinten haben wir auch noch was. Wir joggen mal ein bisschen über den Hof. Ein Treibstofftank, großen Unterstand, noch ein Unterstand. Und eine riesige Halle. Also Hallen haben wir hier ohne Ende, wie ich das schon wieder sehe. Ja, das sieht nach Stroh, Heulager aus oder Verkaufsstelle. Was haben wir hier noch? Die Werkstatt. Okay. So, da oben ist unser Haus. Ihr seht auch optisch, sieht die Gegend hier recht interessant aus. Also Hagenstedt hatte ich zuerst gedacht, das klingt norddeutsch. So steht, heißt es ja eher, heißen die Orte ja eher im Norden von Deutschland.
Jetzt weiß ich nicht, ob es im Norden irgendeine Landschaft gibt, die so aussieht, wie es hier aussieht, oder ob das einfach eine rein fiktive Landschaft ist. Denn so rein norddeutsch würde ich sagen, ist es jetzt auch nicht mit diesen Felsen. Norddeutsch verbinde ich eher mit Ebene und weniger Felsen. Eigentlich eher plattdeutsches Land. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal in einen Traktor ein und fahren mal eine Runde über die Karte. Müssen wir mal ein bisschen Eindruck kriegen, wie es hier aussieht. Heute machen wir mal keinen Flug. Heute fahren wir mal. Können mal unsere Felder besuchen. Oben auf der Übersichtskarte. So, uns gehören ja die zwei Felder hier 15 und 16 und der ganze Bauernhof, den wir uns gerade angeschaut haben. Ansonsten gehört uns hier nichts von dem ganzen Land. Hier gehen wir dann auch noch hin, hier hoch. Fahrzeughändler ist da. Viehmarkt, ja. Also die Felder, ihr seht, wie sie aussehen. Helferfreundlich. Nicht so naturnah. Aber ich glaube, man kann ja sich noch ein bisschen austoben und die vielleicht ein bisschen umgestalten, wenn man das möchte. Also ich bin inzwischen ja auch schon so weit, dass ich sage, Karten kann man hier sicher umgestalten. Die dienen als Grundlage, um zu spielen und alles, was einem nicht passt, ändert man halt. Also alles, ich kann nicht alles ändern. Manche können das, ich kann es nicht. Aber so ein paar optische Sachen. Also wenn mir die Felder zu eckig sind, gucke ich halt, dass ich noch ein bisschen größer pflüge. Oder. Wenn mir zu wenig Bäume da sind, setze ich halt noch ein paar hin. Wenn mir zu viele da sind, fälle ich halt welche. Und. Man kann ja alles Mögliche machen. So, schauen wir mal hier runter. Oh, hier sind wir weit oben. Ja, das ist jetzt nicht norddeutsch, das kann nicht sein. Da gibt es doch keine so hohen Berge, oder? Das ist da unten der Viehhändler. Aber es sieht ganz nett aus hier. Gefällt mir. Ist jedenfalls nicht langweilig. Keine 0815-Landschaft. Der hat sich der Mapper durchaus Mühe gegeben. Oh, da hinten. Das kenne ich. Dieses Gebäude da, das ist doch die Mühle. Oder ist es das nicht? Verwechsle ich das jetzt? Ich weiß nicht. Ich muss mal näher ran. Aber so von weitem auf den ersten Blick hätte ich jetzt gedacht, das ist die Mühle, die ich schon gesehen habe auf der Saxonia. So, das ist die Mühle. Ich glaube schon, dass das das Gebäude ist. Wenn, dann ist es zumindest sehr, sehr ähnlich. Ja. Ich weiß nicht genau, muss ich mal vergleichen. Aber es hätte jedenfalls eine große Ähnlichkeit. Das Original. Diese Mühle steht, glaube ich, in Dresden. Irgendwo in der Nähe vom Alberthafen. Das kommt mir sehr bekannt vor, deswegen denke ich mal, das wird's sein. So, jetzt gucken wir nochmal hier hoch und dann springen wir einfach mal noch ein bisschen rum. Eins Dörfchen wollten wir noch fahren. Das machen wir auf jeden Fall. Ins Dürfchen. So, hier ist noch Unterstand, ja, Felder. So sieht es hier aus auf der Karte. Ihr seht es, es wiederholt sich dann. Ne? Also, ziemlich felsiges Land, so karg. Ich hätte jetzt fast gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie in Jugoslawien, da wo die Karl-May-Filme gedreht wurden. Gucken wir
kleine Wasserstelle, ein kleines Hütchen hier, nett. So, das müsste die Spinnerei sein. Das habe ich schon mal gesehen, als ich einmal kurz über die Karte gehüpft bin. Geht's denn hier weiter? Da, machen wir die Minimap wieder an, dass ich mich ein bisschen orientieren kann. Das werde ich ganz so ziellos durch die Gegend fahren. Brauche aber trotzdem mal die Übersicht. Ich weiß gerade nicht, wo wir eigentlich sind. Uhu, wo bin ich? Hier bin ich. Okay, wir fahren also rechts, links, rechts. Dann am Hof vorbei. Dann kommen wir ins Dörfchen. Weil das Dörfchen möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Das sieht schon gut aus. Ja, und auch hier so eine Ecke, so eine Wegkreuzung mit so einem Zaun, das ist schon nett gemacht. Gefällt mir. Ist ja immer wieder interessant zu sehen, was die Mapper so für Ideen haben. Finde ich echt toll, wie kreativ da viele sind. Und langweilige Karten gibt es mehr als genug. Die zeige ich euch in der Regel auch nicht. Ich gucke schon, dass es Karten sind, die auch einigermaßen interessant aussehen. Weil letztendlich sind die Geschmäcker unterschiedlich. Und ich selber, ich muss sagen, ich habe da gar keinen Geschmack in dem Sinn, dass ich sage, meine Traumkarte ist so oder so. Weil ich finde, viele Karten haben so ihr eigenes Flair. Und ein bisschen Abwechslung macht es dann einfach auch interessant. Also ich spiele gern auf großen Karten mit großen Feldern. Ich spiele genauso auf kleinen Feldern. Ich mache gerne mal Mikromanagement, wie auf der Hof Bergmann. Und dann wird auch viel automatisiert. So, jetzt kommen wir hier ins Dörfchen. Schaut mal, diese wunderschönen Fachwerkhäuser hier. Das ist doch richtiger Genuss optisch, oder? So schöne Fachwerkhäuschen. Und hier sind noch mehr. Guck mal hier. Ganze Straße voller Fachwerkhäuser. Ich finde, das Städtchen hier, das sieht, wie soll ich denn sagen, es ist sehr gut gedacht. Richtig tolle Idee mit den Fachwerkhäusern, gefällt mir. Aber so ein bisschen leblos ist es noch. Es soll keine Kritik sein. Guck mal, da hängt die Wäsche zwischen den Häusern dadurch, wie man das halt früher so gemacht hat. Ja, ist keine Kritik. Ich meine, ich weiß, dass es eine Heidenarbeit ist, jetzt hier Leben reinzubringen mit lauter kleinen Deko-Elementen. Papierkörben, Briefkästen. Ach, was man alles so machen kann. Mein Werbeaufsteller, Schriftzüge und so weiter. Da ist sogar ein Briefkasten oder was auch immer. Das ist das Gelbe da. Ein paar Bänke. Es ist eine Heidenarbeit. Aber das wäre noch eine kleine Idee, die ich hätte, dass die Karte noch perfekter würde. Aber ansonsten sieht es doch richtig gut aus. Und letztendlich machen wir hier auch keinen Stadtsimulator, sondern Landwirtschaftssimulator. Letztendlich wird man im Dorf sowieso kaum was zu tun haben. So, gut. Dann halten wir jetzt hier an. Gucken wir nochmal. Wie viele Felder haben wir? 40, 42. Wie es aussieht, 42, hm? Verschiedenen Parzellen. Diese Felsengegenden hier, die könnt ihr auch kaufen, wenn ihr wollt. Die sind aber sehr, sehr teuer. Das Ding kostet 9 Millionen. Die braucht man wahrscheinlich auch für nichts. Denn ich beschränkt man sich dann also auf die Felder, wenn man die kaufen möchte. Ich sage, ein bisschen Stadthilfe habt ihr mit zwei Feldern und einem Hof. Fahrzeuge habt ihr auch einiges dabei. Das haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Könnt ihr euch selber anschauen, wenn ihr möchtet. Oder sollen wir noch mal kurz auf den Hof springen? Ach komm, machen wir das noch. Also Früchte sind die Standardfrüchte. Produkte sind auch die Standardprodukte. Es gibt ein paar Verkaufsstellen. Gaststätte zum Beispiel, ne? Hier. Auch im Fachwerkstil. Habe ich auch schon wohl gesehen.
The Lost Horseshoe Inn. Das verlorene Hufeisen. So, gucken wir noch mal schnell die... bin ich eingestiegen, steigen wir wieder aus. So, hier steht ja unser Fuhrpark rum. Also, einen Traktor habt ihr schon gesehen, mit dem sind wir gefahren. Dann habt ihr noch einen weiteren mit dem Anhänger dazu und dem Gewicht noch einen Traktor. Kalkstreuer. Eine Sämaschine habt ihr, die gehört zu dem Traktor, den wir jetzt gerade gefahren sind. Und dann habt ihr noch einen Drescher im Schneidwerk. Ein Rostelmasch. So, das ist euer Startequipment. Damit kann man gut Feldarbeit machen. Okay. Dann, ja, was. Mehr sage ich jetzt nicht zu der Karte. Ihr könnt sie euch gern anschauen. Ich habe ja mal gesagt, ich zeige euch ein bisschen was, aber nicht alles, denn ihr wollt ja auch selber noch was entdecken, ne? Und die Videos sollen ja auch nicht stundenlang werden, sonst schaut sie sowieso keiner an. Dann danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen auf der Karte. Vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.